Ich moderiere mal an. Warte mal, ich will mal ein neues Bild. Damit herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 2. Ich habe aus irgendeinem Grund die Kampagne zu 28% abgeschlossen. Das ist absolut unmöglich. Ich habe das noch nicht einmal angemacht. Okay. Wie kann ich mein Bild ändern da oben? Muss ich mal gucken. Red Dragon ist da, schön. Echt? Mich gibt's? Oh mein Gott. Naja, du bist gerade hier. Du bist hier bei Spielersuche. Wirst du mir angezeigt, interessanterweise? Ich bin nicht bei Xbox Live angemeldet. Aha. Ja, das brauchst du ja auch nicht. Das hast du nur bei Xbox. Machst du, ne? Ja, ich mache Host. Ich bin Xbox Live. Ja. Du machst Host. Du bist doch Host. Spiel wiederherstellen. Schnelles Spiel, Rangliste. Nee, absprechen. Nee, warte mal, das musst du mal doch anders machen. Nee. Du musst mehr Spieler? Warte. Ja, ich muss dich einladen. Das liegt doch über Einladung. Genau, Spielhosten. Ohne Rangliste. Wir spielen einfach mal gegen KIs. Zurück zum Hauptmenü. Ui. Warte mal, konnte ich die nicht ein. Ja, okay, ich gucke mal. Spielhosten. Ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich hab Variante hier, oder? Ich bin mal hier auf der Internetseite. Nee, ich musste dich irgendwie einladen, das weiß ich noch. Ja, warte. War das nicht hier? Mods, Geschichte, Mitwirkung, nein. Spielhost, warte. Privat musst du ein. Also gib erstmal bei Lobby einstellen, musst du machen, pass auf. Mehr Spieler, okay. Lobby erstellen hast du, oder? Ja. Gut, dann dein Spielname, Spiel, bei mir steht zum Spiel von Black Dragon 165. Ja, das lasse ich jetzt. Ohne Rangliste, Spielsichtbarkeit privat. Ja. Spieler maximal 6, musst du einstellen, wie du willst. Geht bis 8 Leute, das kommt auf die Karte an. Ja, ich stelle mal 8 ein. Und Zuschauerurlaub, nein, können wir doch festlegen. Verzeugung, Serverstandort und dann so. Nee, das musste anders gehen. Warte mal kurz. Das lief anders. Warte mal. Bin ich blöd? Michelin, wir können kooperative Kampagnen machen. Das oder? Weiß ich. Willst du das mal machen? Wenn du es probieren willst? Also ich weiß, dass es die gibt, die sind. Wir können auch mal eine Koop-Kampagne machen. Ich muss bloß mal kurz gucken. Saladin, Adela, was Alarich? Was Tarik Ibn Zibit? Oh, bitte entschuldige, wenn ich den Namen nicht aussprechen kann. Und Suriam Yavaramin. Das sieht aus. Alarisch, Tariq ibn Ziyad, Sura, Warman und Timur Lenk. Da würde ich, wenn, dann erstmal mit Saladin anfangen, oder? Das ist die normale Kampagne von so? Saladin damals, ja. Das sind diese, ich glaube schon. Aber das steht doch Kampagne. Ein arabischer Ritter. Dann lade ich dich mal zum der Saladin-Kampagne an, oder? Klar, kannst du mich einladen direkt? Warte mal, das müsste Lobby. Ach Gott, wieso bin ich denn blöd? Jetzt habe ich Thorstel hier drin. Nein. Ja, er ist bereit. Nein, danke. Verdammt. Mann, ich habe nicht gemerkt, wie man das einstellt. Das ist das Problem, wenn du solche Lobbys machst. Lobby wird erstellt, offen. Wichtig leider. Ich hab dich. Ja, dann schick mir eine Einladung. Hab ich gerade gemacht. Wie ging das denn jetzt? Du gehst einfach bei Lobby einstellen und dann kannst du. Ich hab dich. Guck mal, da ist er. Ah, oh, ich will Prinken spielen in der Sarazen-Kampagne. Das wird lustig. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich den Host mache, weil du das dein Rechner ist nicht so gut. Pass auf, ja? Ich mach mal Lobby verlassen. Ja. Raus. Ja. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Koop-Kampagne. Ja. Dann hast du Saladin. Ja. Ein arabischer Ritter. Bestätigen. Bestätigen. Ja. So, da siehst du dein Spieler 1, das bist du. Ja. Oh, ich habe 34 Ping die Minute. 34 ja? Ping. Und was kriege ich jetzt ein? Steht offen. Ja. Das lässt du offen. Ja. Dann unten links steht einladen. Ach, hier, genau. Ah, ja.
Und schnell zurück. Und schnell zurückziehen. Ah, ist ja, okay. Ich muss ein Spiel erstellen und dann muss ich. Ja, okay, und dann muss ich einladen, ja. Richtig. Ausstehende Einladung. Ich habe eine ausstehende Einladung. Gucken. Wer ist denn das? Na gut, wenn das unbedingt will, dann. Schieds halt zulassen? Nicht. Nein. Was ist denn? Handicap willst du bestimmt auch nicht. Schwer, das wird lustig. Ja, wenn, dann will ich gerne auch schwer spielen. Okay. Was hast du denn Technologie beim? Warte, lass mich mal kurz gucken, was ist denn für möglich. Bogenschützen, ich sage 10 hatten, glaube ich, recht viel. Okay, wir haben keine Elefanten, das ist schon mal schlecht. Ja, Elefanten. Oh, wir kommen nicht über Ritter. Ägypten nicht. Aber wir müssen Kamelreiter, genau, haben wir. Belagungselefanten haben wir nicht. Schweres Skorpion haben wir nicht, aber. Ah, die Mamelucken haben wir dafür als Elite-Einheit. Oh, die waren cool, weil die werfen ja ihre Schwerter und machen Nahkampfschaden. Richtig. So gut. Chemie haben wir, aber keine Kanonen. Da bin ich rosa, ich bin nicht rosa. Das kann ich gleich ändern, warte. Haben wir Belagerungskanonen? Also Kanonenschiffe haben wir, waren die Belagerungskanonen, die waren bei Belagerungswaffen wahrscheinlich. Die musst du bei der Belagerungswerkstatt. Ja, also interessant, wir haben keine Kanonentürme, wir haben aber die Kanonen. Was haben wir aber da nochmal? Wir haben keine Kanonentürme, aber wir haben die Kanonen. So ein Mist. Glühendes Geschoss brauche ich nicht. Doch, glühendes Geschoss ist das hier. Oh, du hast Versorgung, das sind die. Die Truppenbilliger. Knappen, Brandstiftung, das ist schön. Wir haben Glauben, das ist schon mal cool. Aber hast du erst in der Imperialzeit, Wichtlein? Und 3 Felderwirtschaft. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht die Phytoria. Okay, ist aber auch egal, die brauche ich nicht. So, ich. Du kannst auf die Farbe vorne klicken, dann kriegst du eine andere. Nee, kann ich nicht. Oh, ich kann. Wir können nur die beiden nehmen. Dann nehme ich lila. Dann bist du jetzt grün. Jetzt habe ich 53 Ping. Toll. Das ist noch okay. Das sind Millisekunden. So, ich bin breit. Ich bin breit. Das bestimmt kommt jetzt erstmal hier Geräte. Ich wollte das, würde das gern drin lassen. Ja, mach doch. Hab ich ja. Ich bin jetzt eigentlich auch bereit. Ach so, ich soll gleich auf Spiel starten drücken. Oh, das geht schon wieder toll los hier. Ägypten. Ein Monat, nachdem ich das Heilige Land erreicht hatte. Ich war in einem fremden Land. Mehr tot als lebendig. 4 Nächte wanderte ich durch die kalte Wüste, ehe die berittenen Bogenschützen mich fanden. Ich hatte mein Pferd den Geiern überlassen und meine Rüstung der Mittagshitze. Für einen Ritter gab ich eine jämmerliche Gestalt ab. Ich glaubte, die Männer seien Türken und gekommen, um mit ihrer Beute zu spielen. Doch als die Reiter aus dem Staub der Wüste hervortraten, erkannte ich sie als Sarazenen, die Herrscher des Nahen Ostens. Ich war mit den Kreuzfahrern aus Frankreich und der Normandie ins Heilige Land gereist, also war ich eigentlich ihr Feind. Dennoch gaben sie mir Wasser und ein dürres Pferd und brachten mich zu ihrem Herrscher. Und so begegnete ich Saladin. Auf den Gemälden Europas ist Saladin als dämonischer Wilder dargestellt, doch besitzt er mehr Ehre als jeder Ritter, den ich kenne, und zieht die Paläste von Damaskus, dem Schlachten von Normannen in der Wüste, vor. Ich hatte keine Gastfreundschaft von den Sarazenen erwartet. Wir Normannen richten jeden bewaffneten Araber hin, der uns in die Hände fällt. Doch Saladin gewährt mir die Freiheit, sein Lager zu erkunden. Womöglich sucht er einen objektiven Beobachter, der die Geschichte der bevorstehenden Schlachten erzählt. Saladins Heer zieht zur Unterstützung Kairos gen Süden nach Ägypten. Für die Kreuzfahrer ist Ägypten eine verlockende Beute. Das Land ist reich. Doch es wird von einem Narren geführt. Auch ich war ursprünglich auf dem Weg zum Heer der Kreuzfahrer in Ägypten gewesen. Welch bittere Ironie, dass ich diese Schlacht nun vom feindlichen Lager aus beobachte. In der Gesellschaft meiner Feinde befand ich mich nun weniger als 100 Meilen vom Toten Meer entfernt. Oh, jetzt sind wir wieder in der Lobby. Ach nee, doch nicht. Ich habe extra gewartet, jetzt hat nichts gemacht. Ja, da hast du nicht reagiert. Ich hab Ladebalken. Ja, das ist normal. Da bin ich mal echt gespannt auf die Koop-Kampagne. Ja, wie das funktioniert vor allem. Das würde mich auch interessieren. Ich habe mal ein Spiel mit jemand anderem gespielt, das war zur Bundeswehrzeit. Und wir hatten einen Charakter, das heißt, wir haben beide alles gesteuert tatsächlich. Das ist doof. Da müssen wir uns aber aufteilen. Da musst du halt wissen, wer was macht. Das war eigentlich ganz lustig, weil er hat seinen Kram gewartet, ich habe meinen Kram gewartet. Hä, wo sind meine Rohstoffe hin? Ach ja, da spielt ja noch jemand.
Und das kenne ich beim ersten Age of Empires 2, beim vorhergehenden. Wenn du das aus Versehen eingestellt hast beim Multiplayer, dieselbe Kultur mit derselben Farbe, konntest du das auch machen schon. Ja, genau, da war das auch. Das haben die das so mit Coop gemacht, interessant. Nee, ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht haben wir auch beide, sind wir auch wirklich zwei Spieler in einer Kampagne. Ja, werden wir sehen. Das lädt aber lange. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie komisch. Das lädt ja immer noch. Das ist bei mir bei einer ganz normalen Auslastung. Es ist auch nichts abgebrochen. Juhu! Ach ja! Oh, ich hab die Reiter. Stimmt, ich erinnere mich an die Mission. Ich kann meine leichte Kavallerie später verbessern, wenn ich an die Schmieden gehe. Genau. Skorpione sind super stark. Attacke! Ich nee, war er. Haut drauf, haut drauf! Stecht sie ab! Achso, okay. Meer! Was ist das Meer? Der Kamelreiter. Oh, das ist irgendwas. Oder? Ey, Alter, wann ist langsam? Macht sie kaputt! Alter. Scheiße Armbrustschützen, sterbt! Sterbt! Oh, hier sind bestimmt Leute, die müssen alle weg. Da sind noch mehr Armbrustschützen, sterbt! Und der alte Mann da hinten braucht ewig. Sterbt! Ich räume mir mal auf, okay? Alter, im Gegensatz zu dir, nur. Das ist ja das Schlimme. Naja, also wenn ich dich alt als alt darstelle. Was führt ihr mit dieser gewaltigen Armee im Schild? Was für eine geile Armee, ne? Nur Kavallerie. Wenn das jetzt Hauspark wäre, würde sowas kommen wie Kinder missbrauchen, aber nein. Nicht, das macht man nicht so. Was führt euch in diese? Kann ich mir vorstellen, dass du mit unten hast du hier Linienformationen. Ich weiß, wie das geht. In der Staffelformation hast du größere Reichweite wegen Sicht. Das ist, ja, das stimmt eigentlich, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass hier irgendwo hier gab es doch eine Schmiede und da konnte ich meine Kavallerie verbessern. Oh, hier, sterb! Ach, ich habe Mamelucken dabei, wie geil. Was? Das ist ein Retro. Ja und? Ich habe Mamelucken. Achso, hast du. Ja, Mamelucken. Ne? Wie ist es da hinten beim Zuschauen? Ja, sieht komisch aus. Also die könnte ich hier. Ach, das ist schon. Moment mal. Das ist schon leichte Kavallerie. Das wollte ich nämlich sagen. Du hast nämlich. Ich habe die Mamelucken nämlich. Ne, ich habe auch Mamelucken, aber eigentlich ist es so, dass du in dieser Mission, ich erinnere mich da noch ziemlich gut, dass du hier irgendwo eine Schmiede findest und dann werden die erst abgegradet. Ich weiß gar nicht mehr so viel von dieser Mission. Ist schon ewig her. Wann war denn das Spiel? Mal überleg doch mal, wie ich denn leide. Das haben wir als Jugendliche gespielt. Deshalb ja. Ach, guck mal hier, aber die Westfranken. Achtung. Oh, die haben Axtwerfer. Kannst du mir mal kurz ein bisschen helfen? Hinter dir kommt eine Verstärkung. Das ist meine. Ja, hinter dir kommt noch Verstärkung, hab ich gerade gesehen. Guten Tag. Deine Kamelreiter machen übrigens Bonusschaden gegen Kavallerie. Ich bin gerade hier am Aufräumen. Hier hast du einen Stall. Und deine. Saladin, ich traue euren Beweggründen. Kehrt sofort. Achtung, da kommen die nächsten. Okay, wir sollten hier abhauen. Nee, du solltest da nicht reinrennen. Verbündet. Gemeinsam werden wir euch aus Kairo fernhalten. Der Kraken, du solltest deine Truppen da nicht reinschicken. Leute. Die Ägypter sind schwächliche Feiglinge. Wenn wir unsere Truppen in der Nähe ihrer Moschee stationieren, werden sie sich bestimmt ergeben. Ich räume erstmal auf in der Zeit. Ich räume, ich hab gerade Alumni gebraucht hier unten drauf. Ja, mach ruhig. Ich weiß nicht, ob man hier weiter. Oder hier gab's hier nicht noch einen Weg hoch? Nee. Ach, vielleicht müssen wir doch durch. Naja, erstmal Häuser kaputt machen. Oh, das sieht aber schön aus, wie die zusammenfallen. Ja, das haben sie ganz schön in der Grafik, haben sie ganz schön bearbeitet hier. Ja. Ja, im Grunde, früher war es ja einfach nur, dass sie zusammengeklappt sind und das war's. Aber deshalb ist das Spiel auch so viel größer als früher. Ja. Hier müssen wir alles kaputt machen. Keine Ahnung, dann werden vielleicht die Westfranken aufgeben. Man sieht aber sehr gut, wer zusammengehört. Wir haben nämlich die gleichen Punkte hinten stehen. Vorne sind die eigenen persönlichen Punkte und hinten sind die Punkte, die du in Kombination hast. Durch zwei geteilt quasi, weil wir zwei sind. Ich stehe natürlich über dir, weil ich ein paar Punkte vorne mehr habe.
Ja, ist kein Problem. Das hatte ich aber von Anfang an. Wenn du Gebäude und Einheiten zerstörst, kriegst du auch Punkte. Habe ich gerade gemacht, ich habe hier alles Ja, aufgeräumt. kriegst du Ist hier noch nicht 10% so. von den gesamten zerstörten Einheiten Punkten. Müsst aufpassen, weil es kann sein, dass jetzt hier hinten noch ein paar sind. Hier ist die Da Schmiede. kommt der. Ja, kommt die Schmiede. Ein Hafen. Und doch. Saladin, wir haben ein fränkisches Kriegsschiff erobert. Ach, da kann ich gerade unter das Blatt walzen. Ja. Oh, scheiße Kamera, Alter. Mal sehen, ob wir die schaffen. Die schaffst du schon. Ich glaube auch. Hat gemacht. Und ist umgefallen. Da kommt noch einer. Beste Kamera, da Vielleicht kommt. solltest du die. Ja, klar, rennt hier ruhig gegen die Kamera, das ist gut. Das ist fein. Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. So, Ruhe. Weil die hätten das zwar schon geschafft, wir können aber keine Truppen ausbilden, deshalb ist das. Geldzeit. Okay, der Turm ist gleich weg. Ich glaube, sonst hast du gar keine Chance, weil der Turm macht dich fertig. Ach, das sind Bogenschützen. Zieh dich zurück, mich allein da drinnen. Am Tor. Ja, ich bin schon durch. Ja, voll durch. Klar, dass wir jetzt reinrennen. Ich habe gar nichts gemacht. Das erste ist schon tot, das geht Ach, in Moment, das ist abgesahnt. Ein. Ach, das ist ein. Das ist ein. Ich konnte eh nicht mehr zurückziehen. In den Ruinen dieser Schmiede haben wir fränkische Rüstungen gefunden. Jetzt kommt das mit Rüstung. Kettenpanzer vom Pferd haben wir jetzt Ah, okay, das kriegt man jetzt. Das ist ein normaler Turm, kein Kanonenturm gewesen. Hier, kannst du das Tor einreißen, bitte? Ja. Du kannst an der Karte, kann hier, kann der. Oh, das, oh, Alter, hat der Schaden gemacht jetzt. Ja, die befestigten Tore halten echt gar nichts aus, tatsächlich. Da kommt gleich ein Bogenschütze, den sollten wir uns holen, da kann man direkt reinrennen. Wenn man schnell ist. Hey, Sturmangriff. Du bist mir im Weg, Rottwichlein, weißt du das? Oh, der hat aber nicht lange ausgehalten. Ach komm, ich schlag auch noch mit drauf ein. Dann sind wir Nee, nee, schnell. nicht. Deine Kugeln machen Flächenschaden. Bleib zurück. Attacke! Oh ne, Mameluke. Mameluke! Ich hab's dir gesagt. Eine Tucke! Jawohl, das ist gut. Aha! Ich wusste es, ohne seinen Hals ist er wehrlos. Wichtlein, ich würde an deiner Stelle dann, Ja. nichts mit dem mit dem Kanonenschiff, Kugelschiff, an der Kante hier am Ufer hier langfahren, Richtung Hof. Wenn du das Tor kaputt hast. Ja, jetzt. Hier ist irgendwas, nicht wahr? Da sind noch mehr Ja, ich Türme. glaube, hier war irgendwas. Dort ist noch mehr Türme, siehst du das? Ja. Das war Dann irgendwas. zerlegen wir erstmal alles hier drin, oder? Nein, wir müssen nur zur Moschee, dann übernehmen wir den Großteil der Stadt. Oh, dann sollten wir vielleicht nicht so viel zerstören. Ja, warum machst du gerade die Häuser kaputt? Wollte ich gar nicht, das machen die selber. Die machen Sachen, die ich leg's mal auf die ein. Dann sollte ich vielleicht den Turm auch nicht zerstören, oder? Den Turm kannst du so schön, weil die belästigen uns wegen hochkommen. Ach so, ja. Sexuelle Belästigung? Panda? Die sexuelle Belästigung ist Panda, ja. Bogenschützen! Wenn du übrigens auf R drückst und sie irgendwo hinschickst, dann greifen die alles in der Nähe an. Ich weiß, aber ich meine, sie sind ziemlich langsam solche. Ich lass dich mal ein bisschen vorlaufen, weil ich bin fast am Ja, Ende. kann man schön dran. Da ist noch einer, der ist dir aufgefallen, oder? Naja, Der da haut greift sie auch. gerade deine ganzen Kamele an. Der ist gerade tot. Ich glaube, er Stehen kommt. bleiben! Oh, Mamelucken! Oh, warum ich? Hol dir den Bombenschützen links. Oh, ich bin dran. Die KI kitet hier echt effizient. Da ist eine Burg. Festung! Eine Du sollst Burg! echt nach links laufen. Ja, eine Burg! Ich hab kurz aus, verdammt, was ist das? Oh, schön. Da ist noch ein Turm. Ich hab dir gesagt, nimm es Ich bin doch schon dran. Hier ist es wichtig bleiben hier. Vielleicht solltest du deine Truppen mal auf Stehenbleiben schicken und nur die Fernkämpfer vor. Du wirst übrigens angegriffen von der Seite. Da ist eine Mameluke. Ja, der hat deinen Skorpion zerstört. Naja, das passiert. Weil das ist das Problem, weil die Nahkampfschaden halt machen. Du schießt doch, oder? Da geht doch. Ja, das geht. Ah, oh, noch mehr von denen. Toll. Ja, zerstör doch alles, was meine ist. Wir können auch einfach durchrennen, wenn ich ehrlich bin. Und du solltest vielleicht deine Mamelucken von deinem Skorpion trennen, weil der Skorpion hält dich halt so auf.
Wir haben, glaube ich, keine Ballistik. Dein Skorpion wird beschossen. Okay. Ja, ich bin schon weg mit dem Ding. Ey. Das ist halt schon scheiße, wenn du nicht alles... Du musst dich wirklich gut absprechen, wenn du... Was? Wo? Da! Da hat er mich umgepult! Jetzt schon? Das ging ja schnell. Ja, die sind schnell hier bei so. Ah, ich sag doch, hier ist ein Übergang zum Wasser. Ich wusste doch, dass hier irgendwo einer war. Auf zur Moschee! Wir müssen, glaube ich, beide da rein. Ja, wir müssen beide hin. Platz einstellen. Saladin, die Franken haben uns verraten. Sie wollen in Kairo einmarschieren. Es war töricht von uns, unseren Brüdern den Sarazenen. Was hab ich denn gekriegt? Die Truppen sollen euch gehören, doch bezwingt die verräterischen Franken. Ich hab zwei Rahmen gekriegt. Oh, warte mal, das sind doch jetzt Freunde, oder? Die Ägypter. Ja, das sind Verbündete. Das heißt, die heilen mich. Ah, danke. Halber deine ganzen Truppen durch. Da bin ich gerade auf die rechte Seite marschiert. Das Stürm ist das Dorfzentrum der Ostfranken. Okay, Ägypten ist jetzt auf unserer Seite, das ist schon mal schön. Dann gucke ich mal, ob hier noch irgendwas, ob ich das Wasser irgendwie ausnutzen kann noch. Ich hab noch mehr hier. Guck mal, Wichtlein, wir haben unten noch ein paar Truppen gekriegt. Guck mal, steht runter. Da steht ein Schwertkämpfer von dir, oder wo bist du gerade? Oh, ja. Oh, endlich, da fühle ich mich nicht mehr so wehrlos. Wo steht ein Schwertkämpfer von mir rum? Warte, da. Da hast du einen Schwertkämpfer vergessen. Ja. Ups. Ah ja, hätten wir doch nicht durchgekonnt. Ist einfach nur ein Stück Wasserverbindung gewesen. Ja, das hab ich mir fast gedacht, das wäre nämlich zu einfach dann gewesen. Weil ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass man das konnte. Okay, wie geht's deinen Leuten? Ich glaube, die sind soweit fit, oder? Ja, mein Innermann aus Deuten kommt noch daher getippelt. Du musst dir die unbedingt mit Steuerung auf verschiedene Pfeiltasten legen, deine Einheiten. Weil gerade weil du die schweren Sachen dabei hast, sind deine Truppen halt sau langsam. Ich weiß, das muss ich erstmal hier umstellen. Ich gehe im Norden noch was. Warte mal, wenn ich die mal blocken mit dazu packe. Ich den Truppen. Okay. Wir müssen hier nach rechts. Wo die Burg war. Wo die Burg jetzt auch Burg, hä? Ja, irgendwo da rechts war ein Ausgang, glaube ich. Da war irgendwo noch ein Stadttor. Ah, ich hab's gefunden. Ja, cool. Wir müssen bloß aufpassen, weil ich glaube, die sind bestimmt übel drauf, die Gegner. Ah, oh, das ist schon ein Turm. Mach den kaputt. Ah, die sind ja feindlich. Oh. Die haben helle Badiere? Ja, die sind Pikeniere, okay. Hab mich gehört, sind bloß Pikeniere. Okay. Schock sie mal zu uns. Haha, Falle. Ach, die können da auch durch. Das ist ja eine Scheiße. Ich dachte gerade, oh, wie toll. Aber die sind ja mit denen verbündet. Was ist das für ein Müll? Ich hab meine Truppen gesplittert. Die erstmal ein bisschen laufen können. Oh, Mange. Die Mange muss weg. Die zerstört mir meine. Hallo! Guten Tag, ich muss mich kurz heilen, ich habe kaum noch Leute. Ey, die sind alle draufgegangen. Geh du ruhig weiter, ich komm danach. Ja, ich habe kaum noch Leute. Da rechts ist ein Turm, da musst du aufpassen, der wird gerade beschossen. Ich habe noch. Ich habe 5 Einheiten. Welche Leinen? Das sind 2 Türme. Echt? Ich sehe nur einen. Das sind 2 hier. Unten bei der Festung und etwas weiter oben. Du rennst gerade auf den zweiten zu. Den einen greife ich gerade an, ja. Der schießt schließlich auf uns. Ah, oh, die haben auch Mörderlöcher, die Ärche. Nicht mit der Wange schießen, bitte. Und dein Skorpion wird beschossen. Ich ziehe mich kurz zurück. Aber ich glaube, wir sind schon fast durch. So viel kann das ja nicht sein.
Michelin, bleib zurück. Ich gucke mir das mal an. Ja, okay. Das ist der nächste. Oben, auf dem Hügel. Ich hol mir. Ja, ruhig, fahrt ruhig da lang, das macht Sinn. Alter, guck mal, das Dorfzentrum, was sie dort alles haben. Ja, damit war zu rechnen. Okay, die Pikeniere sind ein Problem. Und der Mönch. Das wird sehr der Mönch ist kein Problem. Du musst nur deine berittenen Bogenschützen möglichst vorschicken. Oder irgendwas, was schnell ist. Weil der hält nicht viel aus. Der hat bloß 30 Lebenspunkte. Die Pikeniere sind in Gefahr. Die musst du mit deinem berittenen Bogenschützen auf jeden Fall erwischen. Oder mit deinem Katapult einmal reinschießen. Ich glaube, wir sollten nicht direkt reinrennen. Vielleicht sollten wir hier oben lang, wo die Türme sind. Da hat er bestimmt, da rechnen sie bestimmt am wenigsten damit. Ah, du spähst, oder? Ich guck mal. Da ist gar nicht so viel. Die greifen an. Die kommen. Ach, Ritter! Ja, schick deine Kamelreiter vor, Mensch. Die schlachten wunderbar solche Einheiten ab. Ich hole mir mal den Mönch. Ja, perfekt. Da kommt noch ein Katapult. Ich hoffe, es ist Katapult. Ich glaube, jetzt haben wir sie schon. Ne, da unten sind noch welche. Ich renn mal hier durch. Ich hol mir jetzt die restlichen. Ach, hab ich noch Mamelucken, die noch am Leben sind? Ja, das ist perfekt. Ich hab noch lebende Mamelucken. Dorfzentrum wird angegriffen. Okay, das war's. Wir haben jetzt nichts mehr. Also das kommt nochmal was, aber ich glaube, wir sind schon ziemlich am Ende der Karte. Ich muss nur noch das Dorfzentrum zerstören, sind wir durch. Mit dem Katapult solltest du nirgendwo hinschießen, wo Nahkämpfer dran sind. Wie bei dir jetzt gerade? Ja, genau, weil das macht nämlich Schaden an denen. Wie viele Messer müssen die Mamelucken eigentlich mit sich mitschleppen? Ich will das gar nicht wissen, ich weiß nicht. Schleifen wir noch schnell die ganze Basis. Bitte durchschleifen. Und salzen die Äcker. Na klasse. So. Mein Herr, die Franken wurden bezwungen. Niedermachen! War es noch nicht? Nee, ich mach doch hin. Okay, warum ist bei die Karte? Ich gehe mal zurück zur Karte. Sarazenischer Sieg, okay. Ah, interessante Karte, muss ich sagen. Oh, die ist auf dem Stein. Und ist noch ja, das. Also oben habe ich ein bisschen Stein gesehen. Aber es ist schön designt, finde ich immer, diese Karten. Mhm. Ach so, war bloß ein paar Türme hier. Okay. Wollen wir rausgehen? Ja, warte. Franken sind versprengt und die ägyptische Armee zerschlagen. Saladin hat seinen Platz als Herrscher über den Nil eingenommen. Jeder europäische König hätte die Gelegenheit genutzt und seine politischen Feinde ausgemerzt. Saladin jedoch gestattete den ihm abgeneigten Ägyptern, die Stadt unversehrt zu verlassen. Saladin ist entschlossen, das Volk für sich zu gewinnen. In Kairo hat er Moscheen und Krankenhäuser errichtet. Meine eigenen Landsmänner, die Söhne Europas, haben nichts als Heimtücke gezeigt, während die Sarazenen Würde walten lassen. Diese unerwartete Wendung betrübt mich. Ich schlafe nur schlecht. Ehrlich? Du schläfst ganz schlecht, du tust mir aber leid. Ey, ich habe mit Militär gewonnen. Was? Ich habe keine Ahnung.